Shalom, Shalom. Wir kommen wieder aus Uganda, der Perle Afrikas, zu dir und wollen dir eine gute Nachricht bringen. Und zwar das letzte Kapitel in dem Buch Ab durch die Decke, hinein ins Reich Gottes, weil die Herrlichkeit Gottes auf uns wartet, ist, dass ich geschrieben habe, Wohlstand und Großzügigkeit. Und da gibt es ja viele gute Bücher über Finanzen. Aber ich glaube, dass Geld eine ganz wichtige Rolle spielt in unserem Leben, und zwar unser Verhältnis zum Geld, unsere Einstellung zum Geld. Und da möchte ich alle jetzt schon ermutigen, das Buch zu kaufen, der Umgang mit der göttliche Umgang, glaube ich, heißt es, mit Finanzen, das der Pastor Daniel Exler geschrieben hat. Sehr ausführlich, wie er immer alles macht, ein guter Lehrer, und das wird dir helfen. Denn deine Einstellung zum Geld ist eine ganz, ganz wichtige Substanzfrage deines Lebens. Davon hängt ganz viel ab. Im Jakobus 2, 14 bis 17 lesen wir: Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige. Was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Also die Frage, ohne Frage ist Gott der Zustand unseres Herzens wichtiger als unser Geld. Wisst ihr, Geld ist für mich ein sehr guter Diener, aber ein entsetzlich schrecklicher Meister. Im Allgemeinen wissen wir als Christen, dass wir in der Schrift aufgefordert werden zu geben. Und das kannst du zum Beispiel in Malachi, also den Zehnten, wisst ihr, der Zehnte, der gehört nicht einmal uns, der gehört Gott. Und das heißt, wir bestehlen Gott. Davon lesen wir eben in Malachi 3, 6 bis 12 oder auch im 1. Korinther 16, 1 bis 2. Für mich ist Geld eine Gnadengabe zum Segen. Und je mehr ich Menschen mit dem Geld segne, umso glücklicher werde ich. Also den Zehnten, den habe ich abbuchen lassen von meinem Konto. Der wird abgebucht jeden Monat, den habe ich noch gar nicht gesehen. Oder halt bis zu meinen Abbuchen habe ich ihn gesehen und war jeden Monat eine Entscheidung, eine schmerzhafte, ob ich wieder 10% irgendwo hingebe, wo ich gar nicht weiß, was die damit machen. Aber jetzt gebe ich 10% immer weg. Das geht weg, bevor ich es gesehen habe, und zwar 10% von brutto. Weil ich will brutto Segen haben. Aber dann ist auch alles andere uns anvertraut, um ein Segen zu sein. Im Sprüche 11,4 heißt es: Nichts nützt Reichtum am Tag des Zornes, Gerechtigkeit aber rettet vom Tod. Dann in Sprüche 11,28: Wer auf seinen Reichtum vertraut, der wird fallen, aber wie Laub werden die Gerechten sprossen. Ja, also Geld ist etwas sehr Nützliches, wenn man es richtig einsetzt, aber kann etwas sehr Gefährliches sein, wenn man darin seine Identität findet. Denn Menschen, die ihre Identität finden in dem, was sie besitzen oder nicht besitzen, in dem, was sie können oder nicht können, zu wem sie gehören oder nicht gehören, die haben alle auf die falsche Basis gebaut. Da lese ich euch jetzt vor. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach: Das Land eines reichen Mannes trug viel ein, und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach: Dies will ich tun. Ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre. Ruhe aus, iss, trink und sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm: Du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Wisst ihr, Gott will, dass es uns gut geht, aber Gott will nicht, dass wir unsere Identität in dem finden, was wir besitzen.
Denn wenn du anfängst zu besitzen, dann wirst du ja, in Gefahr sein, besessen zu werden davon. Ja. Im 5. Mose 8, 18. Sondern du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen, damit er seinen Bund aufrechterhält, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Ja, also die Frage ist, will Gott mich wohlhabend machen? Das ist die falsche Frage, sondern die Frage lautet, was werde ich mit Gottes reichlicher Versorgung tun? Matthäus 6, 24 bis 34. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle hinzusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in aller seiner Herrlichkeit so bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun? Ihr Kleingläubigen, so seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen oder die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag. Denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat um seinem Übel genug. Also das Wesentliche ist, Gott an die erste Stelle zu setzen. In allen Bereichen deines Lebens. Der Herr sagt, ich werde alle deine Bedürfnisse befriedigen, gemäß meines Reichtums in Herrlichkeit. Ja, in Epheser 1, 18 und 19. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Ja, also ich bete, ich brauche sehr viel Geld. Ich brauche im Monat 600.000 bis 800.000 Euro, um dieses Werk, das Gott mir anvertraut hat, auch laufen zu lassen. Um dieses Werk gut zu verwalten. Und das Geld kommt rein ohne einen Bettelbrief. Aber ich tue nur, was ich den Vater im Himmel tun sehe. Was ich in meinem Herzen klar erkenne, das war jetzt ein Auftrag oder ist ein Auftrag von Gott. Und das spüre ich. Und dann habe ich immer Frieden in meinem Geist und Freude. Aber jetzt möchte ich euch ein Geheimnis sagen, wie ihr, weil wir sollen ja nichts horten, sondern es soll durch uns wie durch einen Kanal durchfließen. In Lukas 6, 38. Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Also Wohlstand wird nicht darin bemessen, was man besitzt, sondern darin, wie viel man weggibt. Ein echtes Zeichen von Wohlstand ist die Großzügigkeit. So gesehen ist also denn jemand wohlhabend, wenn er etwas von diesem Geld weggibt. Ein Milliardär, der nicht gibt, ist ärmer als der Arme, der nur ein paar Euro verschenkt. Es ist doch tatsächlich so, dass du dich nur dann wirklich reich fühlst, wenn du andere segnest. Ja, also ich will jetzt nicht mehr zu dem, weil das andere steht dann alles in dem Kapitel, in dem Buch drinnen. Aber ich sag's euch, wenn du tust, in allen Bereichen deines Lebens, was Gott dir sagt, wo du Frieden und Freude hast, dann wird er tun, was er verheißen hat. Habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Also Gott ist ein Gott, der gerne schenkt, aber er schenkt, damit du
dich freuen kannst und auch wieder andere beschenken kannst. Möge der Herr dein Herz öffnen, ein herzhafter Geber zu werden. Denn was du gibst, das ist deponiert für die Ewigkeit in der Herrlichkeit. Und Gott wird dir viel mehr zurückgeben, als du je gegeben hast. Denn es ist ein Samen, den du säst. Und jeden Samen, den du säst, der vermehrt sich. Und dann möchte ich euch eine Schriftstelle geben, mit der ich schon jahrelang lebe. Und zwar heißt es, was wir den Armen schenken, das leihen wir Gott. Und darin kann ich den Strom des Segens und der Gnade in meinem Leben erkennen. Ich schenke herzhaft. Meine Mutter hat mich gelehrt, zu schenken, bis es weh tut. Und das habe ich sehr viel oft in meinem Leben praktiziert. Zweimal schon habe ich mein Auto verschenkt, weil Missionare es gebraucht haben. Und bin wieder zurück zu meinem Fahrrad. Und meine Familie hat geglaubt, ich habe den Verstand verloren. Aber ich habe heute so ein schönes Auto in Afrika, wie es die First Lady fährt. Nicht gekauft, sondern geschenkt. Wisst ihr, wenn wir geben, 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 dann geben wir Gott. Und er wird zurückschenken. Eine Ernte, von der du jetzt noch keine Ahnung hast. Ich bete, dass du bereit wirst, ein herzhafter Geber zu sein. Das ist jetzt nicht nur Materialismus, sondern Ermutigung, Worte des Lebens. Mit Worten können wir mehr tun als mit Geld. Gebete, dass du einfach dich selbst Gott zur Verfügung stellst, als ein Ermutiger in dieser Welt. Diese Welt braucht Ermutigung. Diese Welt braucht Menschen, die Freude verbreiten, die Glauben verbreiten. Das ist das größte Geschenk, wenn du Glauben verbreitest. Wisst ihr, meine Kinder wissen alle, dass ich in sie glaube, dass Gott weit größere Pläne hat für sie, als er mit mir hatte. Und es baut sie auf. Und ich erlebe Wunder um Wunder. Wisst ihr, meine Kinder, die wissen, sie sind das Beste, was Gott je gemacht hat. Und sie wissen, dass ich sie liebe und dass ich sie wirklich als Geschenk empfangen habe, nicht als Last. Nimm dein Leben als Geschenk an. Du bist ein Geschenk für diese Welt. Und lass den Herrn Jesus Christus, den Heiligen Geist, durch dich den Reichtum, den Gott dir gegeben hat, weitergeben und im Wohlstand leben, sodass dir wohler geht. Denk einmal nach, wie viel kannst du weggeben, ohne dass du Mangel leidest. Wir räumen jedes Jahr, kommen unsere Kleiderschränke dran und dann wird alles verschenkt, was wir nicht mehr brauchen, aber in gutem Zustand ist. Bitte ja keinen Mist verschenken, denn wenn du Mist verschenkst, wirst du auch Mist ernten. Sondern verschenke, was anderen Freude bereitet. Ich vertraue, dass ich euch freisetzen kann mit diesen Worten, ein herzhafter Geber zu werden, und zwar bis es weh tut. Aus Gehorsam Gott gegenüber, denn er hat uns gegeben, was ihm den größten Schmerz verursacht hat. Er hat uns seinen Sohn gegeben, als Opfergeld für uns. Er hat den Tod bezahlt, den wir verdient haben. Geh vor Gott und lass ihn dein Herz durchsuchen, ob du gierig bist oder ob du freigebig bist. Shalom, Shalom.